Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Und heute machen wir einen richtig leckeren Frühstücksmoothie. Und das ist eine super Alternative zu Brot oder zu Müsli. Und ja, wenn das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Abo auf YouTube und ein Like auf Facebook da und schreibt mir bitte eure besten Frühstücksmoothies in die Kommentare. Vielleicht mache ich mal einen nach, wenn ihr wollt. Und dann fange ich jetzt mal an. Zuerst geben wir Saft dazu. Und zwar brauchen wir 100 Milliliter an Apfelsaft. Danach nehmt ihr euch von euren Radieschen, die ich gekauft habe, als Abfallprodukt die Blätter. Jetzt zeige ich das einmal. Wie gesagt, Radieschen können wir so essen und das nicht wegschmeißen, sondern verarbeiten. Hört sich im ersten Moment komisch an, aber es ist eine super Resteverwertung. Auf meinem anderen YouTube-Kanal, also auf meinem Kochkanal, habe ich ja schon mal Radieschenblätter-Pesto gemacht. Und das kam ja auch sehr gut bei euch an und auch wirklich sehr, sehr lecker. So, und dann geben wir es einfach hier rein, vereinzeln das ein bisschen. Wir haben das ja vorher gewaschen, also haben wir keinen Dreck mehr drin. Und jetzt nehmen wir noch eine Banane, die einfach schälen. Und wenn ihr so einen Hochleistungsblender habt wie ich, dann braucht ihr die gar nicht mal so klein zu machen. Einfach rein damit. Damit es noch abgerundet wird, einen Teelöffel an Öl. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel natives Rapsöl und dann gebe ich noch einen Teelöffel an Zitronensaft dazu. Und weil es so schön war, füllen wir noch alles mit 100 Milliliter stillem Wasser auf. Dann einfach bei meinem Vitamix mit dem Smoothie-Programm starten. Und dann füllen wir das jetzt noch in so ein typisches Instagram-Glas. Und dann haben wir einen richtig leckeren Smoothie. Ihr habt diesen super einfachen, leckeren Frühstücksmoothie gesehen. Und ja, wie gesagt, einfach einen Daumen hoch lassen bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und pinnt mir eure Lieblingssmoothies in die Facebook-Pinnwand. Freue ich mich immer drüber. Und am Ende kann ich meine Collage zusammenschneiden, um hier eure Smoothies oder eure generell eure Getränke, die ihr mir pinnt, einfach mal zu zeigen.